Hallöchen. Ja, jetzt kommt doch nicht der CD-Player, wie ich gedacht habe. Erstmal kommt mein Plattenspieler dran, weil der braucht ein bisschen Wartung und Reparatur. Das ist mein Technics SL-BL3, der Linear-Plattenspieler, der hier keinen Arm hat. Der hat die Nadel linear hier oben, der geht hier linear rüber. Und bei dem habe ich das folgende Problem. Der läuft nicht ganz sauber rund. Ich versuche euch das gleich mal zu zeigen, ob ich das eingefangen kriege. Wie nennt man das? Wow and Flutter oder wie das heißt? Also hörbar ist er am Schwanken. Die Geschwindigkeit schwankt hörbar. Flutter habe ich jetzt nur exemplarisch drin, weil er sonst ohne nicht laufen würde. Ich versuche es euch zu zeigen und das Pitch-Poti hier vorne, das. Also jetzt so merke ich es nicht, aber es müsste kratzig sein, weil wo ich das versucht habe mit dem Pitch zu machen, sprang er schnell hin und her von der Geschwindigkeit hörbar. Auch dieses ungleichmäßige Laufen, das hört man teilweise raus, dass er richtig unrund läuft. Und da will ich jetzt mal nachher gleich mal nachgucken und gucken, ob ich das hinkriege. Ich habe eine Vermutung, weil er auch mit der Geschwindigkeit driftet. Er wird langsam immer schneller. Das heißt eigentlich, dass der Motor, die Lager, die gefettet oder geölt sind, dass das verharzt ist. Und sofern das nachher warm wird, wird es ja immer dünnflüssiger und dann kriegt er ja mehr Speed drauf. Ich denke mal, das liegt am Motor. Ich will mal gucken, ob ich das hinkriege, neu zu ölen und alles, damit das läuft, wie der normal läuft. Ich baue jetzt mal kurz schnell hier um die Kamera, damit ich euch das vielleicht zeigen kann, wie unrund der läuft. Also sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe es jetzt so versucht so einzufangen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Oh, ich hab ihn den Strom geklaut. Seht ihr das? Also, das gleicht nicht mal mehr der Plattenteller aus. Ich hoffe, man kann es erkennen im Video. Und das wird nachher noch immer schlimmer. Das wird immer schlimmer werden und dann wird er immer schneller. Ich habe den Pitch jetzt auf ganz nach hinten gedreht. Ich kann ihn jetzt auch auf schnell drehen. Versuche ich mal hier vorne einzufangen. Ich hoffe, man sieht das, wie er eiert, wie unstabil er läuft. Und das ist teilweise hörbar. Besonders wenn die Musik so relativ scharf die Frequenzen hat. Also klassische Musik oder sowas, Gitarre oder sowas. Man hört das direkt raus. Und darum muss ich da erstmal bei. Ja, die Platte, die da drin hat, die hat einen kleinen Knicks drin. Das ist aber nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob er jetzt spielt. Ja, er spielt, man hört es ganz leise. Aber dieser unrunde Motorlauf, das geht gar nicht. So, und deswegen will ich da mal bei und das wieder fertig machen. Oder versuchen, dass er das dann wieder besser wird. Also muss ich gleich nochmal umbauen, dass ihr auch ein bisschen was gucken könnt. Ich weiß nicht, ob ich den Plattenteller rausnehmen muss. Ich glaube, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier war. Muss ich gleich nochmal gucken. Gut, also ich baue jetzt nochmal schnell um und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich hoffe, das geht so, auch vom Ton her, weil ich jetzt gerade durch den Deckel durchspreche. Man sieht schon, ich habe, glaube ich, hier ein bisschen gerade was Fehler gemacht. Ich habe eben schon mal geguckt. Woher denn? Guck mal her. Ich habe gerade mal schon mal geguckt. So gehört er drauf. Hier ist so ein kleiner Schalter drauf. Ohne diesen Schalter, also wenn er nicht merkt, da ist eine Platte drauf, läuft er auch nicht an. Und hier ist der Single Puck. Den kann man versenken. Da kann er auch nicht weg. So, aber es ist eigentlich relativ einfach. Ich habe gerade schon geguckt. Also Matte runter. Hier sieht man schon,
Hier ist eine Mechanik drin. Da ist der Motor. Und den brauchen wir bloß rausheben. Und hier ist ein Schalter. Da wird die Mechanik dann immer einrasten hier. Hier hinten durch. So, und der Motor selber. Oh Gott. Ja, ich sehe da was. Mit Hall-Effekt-Sensor und Magnetscheibe hier drauf. Und hier liegt irgendwas schon zwischen, was da nicht hingehört. Wo habe ich sie denn jetzt? Ja, egal. Suche ich mir nachher raus. Ein alter Riemen? So leicht rötlich, schimmert so leicht rötlich durch. Ein Stück alter Riemen oder was ist das hier? Das ist der Trafo. Die Riemenfläche hier drauf ist aber auch nicht ganz sauber. Werde ich auch noch mal reinigen. Aber ich habe doch hier einen Riemen, der ist ja noch im Ganzen. Und der hat auch noch gut Spannung. Sag nicht, der Riemen hat sich jetzt auch noch verabschiedet. Moment. Nicht dicht darum. Naja, der Riemen liegt gut drinne. Der hat genug Spannung. Der liegt einmal komplett rum. Ja, der hat genug Spannung. Ja. Hört ihr das? Wenn ich jetzt den Schalter runterdrücke, nicht. Gut. Aber nehmen wir den Riemen Teil noch mal runter. Geht ja um den Motor. Und der Magnet. Muss ich mal gucken. Habe ich was magnetisch ist, aber nicht selbst magnetisch. Ja. Ja. Der Magnet hat noch, das geht noch. Gut. Muss jetzt gleich nochmal umbauen. Und muss ja von unten ran. Also sehen wir uns auch gleich wieder. So, und steht er auf dem Kopf. Jetzt brauche ich nur noch den Schraubendreher. Das war Schlitz. Wo ist der Kreuz? Das ist auch Schlitz. Das ist Kreuz. So, wir müssen erstmal die Schrauben drauf. Dickes Plastik. Und schon sind wir im Innenleben. So, da ist der Motor. Sicherung. Putti ist hier, da mache ich ein bisschen. Da ist das Putti, da mache ich ein bisschen Kontaktspray rein und dann ist gut. So. So, aber der Motor macht Geräusche. Den Motor muss ich jetzt erstmal da rausnehmen. Den baue ich jetzt so aus.
Aber ohne Strom bitte. Aber darum geht es ja, dass der Motor wahrscheinlich nicht passt. Und der ist ja Frequenz kontrolliert. Obwohl, ich könnte ja mal einmal testhalber das Ossi ranhängen. Und mal gucken, wie der gesteuert wird. Bevor ich da den komplett abschraube. Das ist eine gute Idee. Den Strom habe ich jetzt. Hier habe ich den Strom. Nochmal rein. So. Motor ist an. Ist kein richtiges Sinus. Wie viel Volt kriegt denn der hier? Was sagt denn der mir? Eins. 1,5 Volt. Und hat Zacken oben drauf und hat. Ja, was sind das jetzt? 5 Millisekunden? Der wandert, warum wandert der? Das ist jetzt Trigger. Also 5, 7, 7 Millisekunden eine Welle. Weiß nicht, wie viel Frequenz, was das jetzt für eine Frequenz ist. Aber der Motor macht Geräusche, das ist schön. Strom raus, Motor raus. Wo ist jetzt der Schraubendreher hin? Da. Nehmen wir mal den Motor raus. Ich hoffe, ich kann den da irgendwie raus befreien. Kabel ablöten. Orange, und da ist auch dieses Klebezeug drauf, was wohl auch diese induktive Verbindung macht, dieses Klebezeug, was eigentlich immer Probleme macht bei solchen Dingen. Naja gut, aber ich kann jetzt den Motor rausnehmen, ja. Maximal 8 Volt steht drauf. Komm mal raus da. So. Okay. Könnte ich auch mal reinigen. Vielleicht hört ihr das. Hört sich nicht gut an. So. Der ist natürlich da drauf geklebt. Ich habe das jetzt mal abgenommen, diesen Hallgeber. Gucke ich mal, wie ich den raufgeklebt kriege mit Heißkleber vielleicht. Und jetzt muss ich mir noch einen Motor ranmachen. Dazu mache ich mir mal hier Platz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nun habe ich den Motor hier. Komm ein bisschen dichter. Und jetzt muss ich den Plastikkram hier mal abnehmen. Und ich hoffe, ich kriege das hin. Der ist ein bisschen gekrimmt. Ich hoffe, das kriege ich jetzt hin. Habe hier eine Zange, die da
passen würde. Nein. Flacher Schraubendreher? Nein. Doch, ich hätte noch was. Es müsste passen. Ja, gerade so. Und nur das Plastikteil da rauskriegen. Ohne was kaputt zu machen. So, er kommt raus. Aber jetzt muss ich aufpassen wegen den Motorkohlen. Den Dings. Dass ich mir die nicht da rausreiße. Ich hoffe, das funktioniert. Na, das war zu schnell, aber es hat funktioniert. Da sind die Federn, die sehen noch gut aus. Mal gucken, ob wir das reingefangen kriegen. Der Kollektor hier. Könnte ich mal ein bisschen sauber machen. Aber wie kriege ich jetzt Öl nach da unten rein? Das Rad ist draufgeklebt wieder mit Loctite. Das will ich jetzt nicht runterreißen. Ja, die Probe da unten. Und hier unten drin seht ihr auch ein Bronzelager, keine Ahnung. Das werde ich sauber machen. Mit Isopropanol und beabsichtigt. Ich habe mir da schon mal was besorgt. Wenn ihr die Dinger kennt. Einmal sowas und einmal ein dünner. Das sind so kleine also eigentlich Zahnstocher, aber das sind hier so kleine Bürsten. Damit kann man da auch gut rein. Da kommt man gut rein mit. ISO. So. Isopropanol. Kann man das auch rausnehmen? Ohne was kaputt zu machen. Also es bewegt sich zumindest da drinne. Ist das kleine Teil. Das alte Fett da raus. Bürsten kosten beim Rossmann bei uns 1,99 diese Dinger. Das ist jetzt die Größe 4, 3,5 mm Durchmesser. So. Und dann das
natürlich nicht verlieren, das Ganze. Einmal so. Beiseite legen. Da kann ich dann vorsichtig mit einem trockenen Wattestäbchen. So. Trocken, aber ich hoffe, man kann es erkennen, ist es dreckig. So. Setzen wir das Ding wieder zusammen. Ja, jetzt habe ich mir die Bürste verbürgt. Oh Gott, scheiße. Mal gucken, ob das noch hinhaut. Bisschen wieder in Form biegen. So, sollte gehen. Oh, kann ich die Bürste auch noch mal nehmen? Den Kollektor ein bisschen sauber bürsten. Ja. Ja, kommt auch schon schwarz runter. Und dann werde ich noch mal mit ein bisschen Kontaktspray am Kollektor. Das ist ja auch ein bisschen reinigend und korrosionsentfernt. Ja, passt, geht. So, die Welle passt. So, wie kriege ich jetzt aber das Öl in das obere Lager rein? Ein Abzieher dafür. Reinige jetzt hier mal die Lauffläche von dem Motor, wo der Riemen durchgeht. Aber wirklich sauber wird es nicht. Da klebt nämlich noch, Dings drauf. Gummi. Ist hier ein so ein Draht, bisschen lose. Na, was geht noch? Der ist immer noch fest, der ist noch verbunden. Gut, aber wie kriege ich da jetzt hier das Öl hin, wo ich das hin haben will? Den Magneten auch nicht kaputt machen. Reingeklebt. Aber da ist so eine Art
Becher unten drinne, da unten drinne, wo der Magnet drüber geht, könnte ich ja jetzt einfach mal versuchen, mit Silikonöl da irgendwie genug hinzukriegen. Drehe ich das ganze Ding um. Und bewege ich das. Dann mache ich das von außen sauber. Könnte noch ein bisschen wieder voll. Lass ich den nach oben. Er sollte da jetzt geölt sein. So. Mache ich das wieder sauber. Auch mit Isopropanol gleich. Erstmal so, dass das Grobe alles weg ist. Auch dazwischen. Unter dem Magneten. So. Ich den da so durch. Halt aber gut fest. So. Wir brauchen noch ein bisschen Iso. Muss ja nur von außen jetzt sauber machen. So. Das haben wir. Gut, das kann dahin. Ein ganz dünnes Öl. Hängt noch ein Tropfen. Auch noch auf die Welle drauf. So, und jetzt muss ich das da wieder einfädeln. Oh, ich hoffe, das hat jetzt geklappt. Maximum 8 Volt. Komm mal her. Hört ein bisschen was, aber es
fühlt sich zumindest gleichmäßig an. Was nimmt er jetzt? 17 mA, 17, 18 mA bei 8 Volt. Er hat auch Kraft. Er macht zwar ein Geräusch, aber es fühlt sich gut an in der Hand. Also ich fühle keine Vibration. Ich fühle keine Vibration dabei, nix. Alles gut. Den lassen wir das so. Versucht die Dinger wieder reinzubiegen. Klappte nur bedingt gerade. So. Dann hole ich das Gummi mal und diese Elektronik dazu und dann versuchen wir das mal weitermachen. So. Der kommt dann. So wieder da rein. Ja. Das sitzt hier oben drauf. Muss ich das eigentlich kleben? Ich guck mal. Ja, besser ist das, wenn ich das klebe. Mache ich mit Heißkleber oder was? Dieses Gummizeug hier mache ich mal weg. Dann versuche ich mal die Löcher da noch frei zu kriegen. Auch sauber. Da könnt ihr sehen. Da habe ich den Gummi ein bisschen angekokelt und dann ist da noch ein bisschen Zinn in den Gummi drin. Kann auch raus. So. Und das müsste ich dann da wieder einkleben. So, könnte ich ja theoretisch mal, ich hoffe, man kriegt es denn zu hören. Ich weiß nicht, ob man es hört. Wenn man nichts hört, dann gut gelaufen, weil ich höre nämlich hier auch kaum was. Geschoben. So. Das an die Seite. Und dann mit Heißkleber, ne? Gut, so. Heißkleber. Muss ich erstmal aufheizen. Also ich unterbreche jetzt hier mal kurz das Video. Ist ja schon ziemlich lang jetzt mit Motor rumspielen. Bis die Heißklebepistole soweit heiß ist und dann sehen wir uns wieder.
So, nun bin ich wieder da. Ich habe den jetzt wieder erstmal wieder zusammen. Mit dem Heißkleber, das wollte alles irgendwie nicht richtig halten. Jetzt habe ich das gerade so, dass es hält. Hier. Er dreht auch. Wir hatten ja, glaube ich, hören gehört oder nicht gehört, dass der Motor wieder leise ist. Und ich musste jetzt eben einmal kurz das Video noch gucken, um zu erkennen, wo hier welches Kabel nochmal ranging. Das war ein wenig... sagen wir mal, ich habe es nicht mehr im Kopf gehabt, welches Kabel hier woran ging. Jetzt stecke ich das hier erstmal wieder so rein. Die drei, die löte ich jetzt auch wieder an. Zinn habe ich hier. Ölkolben. Okay, er läuft. Oszilloskop habe ich noch an. Wo habe ich jetzt die Taste gehabt? Da. Gucke ich noch mal. Der jetzt sagt, vielleicht muss ich auch das blaue und das rote tauschen, aber das glaube ich nicht. Ja, das sieht schon mal sehr viel anders aus. Sind wir deutlich. Das macht er ganz andere Sachen als vorher. Das geht schon mal. Schauen wir den erstmal wieder fest. Die jetzt hier einfach nur mal drauf. Und drehe den mal einmal um. So. Gut. Das geht. Klar. Wo habe ich jetzt ein bisschen Klebeband? Oder kann ich das ein bisschen fest? Er macht es immer noch. Er macht es immer noch. Teilweise sogar noch schlimmer als vorher. Denn das?
sitzt der Sensor nicht richtig, habe ich den Pad vernudelt. Ja, jetzt ist besser. So, 45 war es jetzt schon besser. Ja, ist schon besser. Vielleicht noch ein Ticken hier. Vielleicht habe ich den ein bisschen zu doll verbürgt, den Sensor. Er macht es zwar noch, aber nicht mehr so doll. So, dann sagte ich ja noch, dass ich hier die Lauffläche von dem, wo sind wir denn? Da. Nee. Müssen wir so halten. Die Lauffläche hier, die ist auch noch irgendwie total dreckig, ekelig. Könnte vielleicht daran auch noch liegen, dass er ein bisschen zu sehr zuckt. Ich versuche es mal sauber zu machen. Ja, jetzt sieht die Fläche wieder soweit gängig. Naja, gängig. Aber ich spüre jetzt zunächst mal mit dem Finger großartig. So, dann machen wir mal den Gummi. Und dann probieren wir es gleich nochmal aus. Knopf anders. Machen wir das so. Machen wir mal an. 33. Ein bisschen einjustieren. Wenn er nicht driften würde, wäre es gut. Er macht es jetzt so gut wie gar nicht mehr. Jetzt läuft er relativ stabil. Mache ich mal Stopp. Gehe auf 45. Ich zeige euch das gleich nochmal. Läuft ja schön stabil. So. Nur noch das Poti. Ein bisschen. Und dann zeige ich euch das. Ich mache euch mal, ich bin jetzt gleich mal kurz weg. Ich mache das Poti, mache ich jetzt nur ein bisschen Kontaktspray rein, schraube den soweit zusammen. Und dann zeige ich euch, dass er stabil läuft. Okay, bis gleich. So, ich hoffe, man kann das gleich sehen. Ich justiere das hier jetzt mal kurz ein. Wartet mal, ich versuche das mal hier ein bisschen besser zu zeigen. Also, das ist so gut wie gar nichts, wenn man sehen kann. Das ist jetzt 45.
33. Also, ich würde jetzt sagen, das passt. So, das ist so und das ist so, das passt auch von der vom Poti her. Jetzt ist das da unten, ja. Also, ganz ehrlich, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Gut, also läuft er wieder gut. Also wenn er jetzt noch ein bisschen mit der Geschwindigkeit driftet, ja gut, passiert, ist halt so. Dafür muss er dann mal so richtig warm werden. Aber damit ist die Reparatur hiermit abgeschlossen und die Wartung. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, denn ich brauche den jetzt, weil ich kriege morgen eine von diesen schwarzen CDs geliefert mit schöner Musik drauf. So bekannt aus den Filmen Pixel und Guardians of the Galaxy und was war das noch? Irgendwo waren die noch zu hören. Mit schöner Musik. Aber das ist doch eigentlich schon so gut wie stabil. Dass er nicht hundertprozentig gleich läuft, ist klar, aber es passt. Gut, dann bis zum nächsten Video. Wird nicht der CD-Player sein, wird was anderes sein. Etwas elektrostromisches und mechanisches und das wird wohl 2-3 Teile lang werden. Okay, dann tschüssi.